Besonders in Deutschland ist ja nach wie vor die Ansicht verbreitet, dass die Spekulation auf fallende Kurse doch moralisch richtig verwerflich sei. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht, denn die Märkte würden gar nicht mehr wirklich funktionieren können, ohne die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu spekulieren, etwa aus Absicherungsgründen oder weil praktisch auch damit Exzesse abgebaut werden, Käufer gefunden werden, die dann ihre Short-Positionen eindecken, wenn Panik am Markt ist und so weiter und so fort. Aber sei es drum, jedenfalls viele sagen, also immer diejenigen, die hier auch Short gehen, das ist doch ganz mies, wir sind die Guten, wir sind Long Only, wir spekulieren, wir gehen nur auf steigende Kurse, aber das Paradox ist jetzt, dass diejenigen, die nur auf steigende Kurse spekulieren, jetzt hoffen müssen, dass die Konjunkturdaten möglichst mies sind, dass möglichst viele Leute ihre Jobs verlieren, dass möglichst wenig Stellen geschaffen werden, dass möglichst viele Leute in Probleme bekommen. Denn eines ist klar, diese Rallye, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, die basiert auf der Hoffnung, dass es der Konjunktur immer schlechter geht, damit die Fed die Zinsen nicht weiter anhebt oder sogar senkt, damit man dann möglichst viel Liquidität hat, um die Boote wieder nach oben zu spülen. Genau das ist das zentrale Motiv. Hier sehen wir mal diesen Zusammenhang, City Economic Surprise Index. Der ist scharf nach unten und der Nasdaq 100 in diesem Zeitraum, wo die Konjunkturdaten immer schlechter werden aus den USA, massiv nach oben. Diese dickste Kerze hier im Nasdaq, die dickste grüne Kerze nach oben, die kam, als die JOLTS gemeldet wurden. Am Mittwoch war es, glaube ich, also die Zahl der offenen Stellen in den USA, die viel, viel schwächer war als erwartet. Dann hatten wir noch ein mieses Verbrauchervertrauen und so weiter. Also es hat sich dann immer fortgesetzt. Je schlechter die Daten, umso besser für die Aktienmärkte. Die Bullen müssen halt auf jetzt das Böse hoffen, gewisserweise eine unschön ethische Situation. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie hier erwartet werden. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, 170.000 Stellen ist die Konsenserwartung gewesen. Jetzt hatten wir aber die schlechten Jobs. Wir hatten schwächere ADP-Arbeitsmarktdaten, also ist die Flüsterschätzung nach unten gerutscht. Man sagt so 120, 130 wird getuschelt und wichtig auch natürlich die Stundenlöhne zu beachten und die Arbeitslosenquote dürfte bei 3,5% bleiben. Das klingt jetzt nicht nach irgendwie unglaublicher Panik. Hier sehen wir nochmal die Payrolls Preview. Da gibt es schon einige Faktoren, die eben für eine schwächere Zahl sprechen. ADP etwa, den wir hier gesehen haben. Zuletzt hatten wir 187.000 neue Stellen, aber bisher ist in jedem einzelnen Monat sind die US-Arbeitsmarktdaten nachträglich nach unten revidiert worden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Statistikwunder der amerikanischen Regierungsbehörden sind unergründlich mit dem Burroughs-Death-Model. Da werden dann mehr Stellen hinzugeschätzt, als überhaupt geschaffen werden. Wir hatten das letztens gesehen, das sind weit über 200.000 Stellen sozusagen durch das Burroughs-Death-Model hinzugekommen, eine statistisch fragwürdige Größe. Und ohne dieses Modell wären sogar Arbeitsplätze verloren gegangen. Das heißt, das ist eine Black Hole, wir wissen nicht genau, da ist alles drin. Eine positive Überraschung, eine negative Überraschung, denn das ist schlichtweg nicht wirklich seriös aus meiner Sicht, was die Amerikaner da machen. Sei es drum, Challenger Arbeitsplatzabbau. Zuverlässige Statistik mit deutlichen Stellenabbau. Aber wir haben bei den Erstanträgen wieder, sehen wir, dass wir mit auf den tiefsten Stand des Jahres fallen. Und Bob Elliott zeigt hier mal, das sind die Erstanträge und die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Da sieht man von Stress überhaupt nichts. Klar, der Tiefpunkt ist jetzt überschritten wohl, aber wir sehen noch keine Steigerung, dass da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen würden. Wir haben neben den Arbeitsmarktdaten heute wichtig auch den ISM verarbeitendes Gewerbe aus den USA. Und da ist so eine leichte Erholung auf 47,0 erwartet. Wir sehen, das ging Monat für Monat nach unten. Jetzt versucht sich das auf niedrigem Niveau zu stabilisieren, aber alles unter 50 heißt Schrumpfung in Relation zum Vormonat. Also hier nochmal dieser Zusammenhang, schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, gute Nachrichten für die Aktienmärkte. Deswegen, wenn schlechte Nachrichten aus der US-Wirtschaft kommen, fällt der Dollar und fallen daran Renditen. Und umgekehrt, hier sehen wir der Dollar, aber gestern deutlich gestiegen. Ich hatte das im Marktgeflüster erwähnt. Der S&P 500 mehr oder weniger unverändert, ungewöhnlich. Wir sehen die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen jetzt kurz vor
dieser Unterstützung. Also das sind diese zwei Kategorien, die extrem wichtig sind zu beobachten. 10-jährige Anleiherendite und eben der Dollar. Und wir sehen, der Nasdaq und die 10-jährige Rendite hier invertiert, die bewegen sich jetzt wieder im Gleichlauf. Das heißt, geht Rendite runter, geht Nasdaq rauf und umgekehrt. Allerdings, wenn wir mal uns anschauen, den Vergleich des Nasdaq mit den Tipps, also das sind inflationsbereinigte Anleihen, das heißt, da spielt Inflation, wird rausgerechnet. Dann sehen wir da weiterhin eine Divergenz. Der Nasdaq hatte sich ja seit März mehr oder weniger von den Renditen entkoppelt. Jetzt versucht er sich wieder zu koppeln. Aber das ist, glaube ich, hier mit der entscheidende Chart oder die entscheidenden Charts, die Sie hier sehen. Erstens, wir sehen, dass die Renditen aus ihrem jahrzehntelangen, im Grunde seit Mitte der 80er Jahren bestehenden Abwärtstrend ausgebrochen sind nach oben. Da gibt es dann immer wieder Rücksätze, aber das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, weil eben mit Corona und in Gefolge von Corona die Inflation zurückgekommen ist. Wir sehen jetzt hier rechts, hoffentlich können Sie es sehen, da gehe ich mal entspannt aus dem Bild, meine Damen und Herren, sehen Sie, dass jetzt Cash mehr Yield bringt, mehr Rendite bringt als Aktien. Das heißt, wenn ich die durchschnittliche Rendite mir bei Aktien anschaue und das Ganze mit Cash vergleiche, also Cash im Sinne von zum Beispiel Geldmarktfonds oder eine dreimonatige US-Staatsanleihe, die ich mit meinem Geld kaufe, dann ist das höher rentierlich. Das heißt, wir haben diese massive Konkurrenz für Aktien eben und wir sehen, dass diese Konkurrenz weiterhin bestehen bleibt. Money Market Funds, also diese Geldmarktfonds, die Anlegern über 5% Zinsen bieten. Da gab es jetzt in der letzten Woche wieder 14,4 Milliarden Zuflüsse, neues Allzeithoch, 5,5 Billionen Dollar sind da drin. Gleichzeitig ist die Bilanzsumme der Fed um 17,75 Milliarden Dollar wieder gefallen. Damit sind wir jetzt auf dem niedrigsten Stand der Fed-Bilanz seit Juli 2021. Das Problem bleibt also, Geld geht in Geldmarktfonds, geht tendenziell aus Bankaccounts, aus Bankkonten raus. Und hier will ich nochmal kurz Bezug nehmen auf das, was mein Fahrplan ist, was ich schon mal als eigenes Video gemacht habe. Zinsen werden hoch bleiben. Die Preis-Lohn-Spirale zwingt Arbeitgeberpreise hochzuhalten. Höhere Preise treffen schwächere Konsumenten, treffen also jene Konsumenten, die in Firmen angestellt sind, die die Marge nicht erzielen können, die eben keine höheren Löhne zahlen können, die vielleicht sogar Arbeitskräfte entlassen müssen. Die großen, margenstarken Firmen können da mitgehen. Die werden die Preise, die Löhne für ihre Mitarbeiter erhöhen, aber das wird nur ein Teil der Mitarbeitenden sein, der Arbeitskräfte. Die Nachfrage sinkt bei denjenigen, die dann hinten unterkippen. Gewinne und Margen der Unternehmen sinken, deren Kosten gestiegen sind wegen gestiegener Löhne. Und die Notenbanken werden sehr lange warten, bis sie die Zinsen senken, selbst wenn wir schon in der Rezession sind, aus der Erfahrung der 1970er, 80er Jahre heraus. Und jetzt schauen wir uns mal an, ich gleiche das mal ab, was sich da derzeit abzeichnet. Jetzt Ford zum Beispiel hat jetzt seinen Angestellten 15% Lohnzuwachs angeboten, aber die drei Gewerkschaften, oder sind es vier, fünf oder irgendwie so, International Union, United Automobile, aber es geht vor allem um die Firmen General Motors, Ford und Stellantis, die fordern ja über 40% Lohnsteigerungen inklusive bestimmter Leistungen. Aber sei es drum, es sind auf jeden Fall wahnsinnige Steigerungen, die hier wohl passieren werden. Das bedeutet, dass wir weiterhin einen unglaublichen Druck auf der Lohnseite haben, der wiederum auf die Inflation reagiert. Und hier sehen wir Ölpreis gestern mit dem höchsten Schlusskurs des Jahres 2023. Weil eben in den USA die Lager zurückgehen und man hat uns ja erzählt, hey, dieses Inflation is Transitory Narrative und das ist ja schon bald wieder vorbei. Das glaube ich nicht. Wir haben also jetzt Kräfte, sozusagen den zweiten Schub der Inflation, der bereits jetzt da ist. Und wir sehen, dass das vor allem die unteren Einkommensschichten besonders jetzt trifft. Gestern zeigten die Daten, dass die Sparquote auf 3,5% gefallen ist, der Amerikaner von 4,3%, der größte Rückgang, den es seit Januar 2022 gegeben hat. Und vor allem im Juli haben die Konsumenten nochmal richtig schön auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt, und haben 150 Milliarden Dollar ihre Ersparnisse verbrannt. Gleichzeitig sehen wir, die Kreditkartenprobleme gehen in den, nicht nur Kreditkarten, die Kreditprobleme gehen in den verschiedensten Sektoren nach oben. Consumer Loan, Credit Loan, Auto Loans, die Delinquencies, also die Verzögerungen oder Zahlungsausfälle, die häufen sich. Jetzt kommen wir nochmal zurück to the markets, meine Damen und Herren. Was Sie hier sehen, tun, das ist
Der S&P 500 in Relation zum Put-Call-Ratio. Und wir sehen, wir hatten ein extrem hohes Put-Call-Ratio. Alle waren abgesichert, Angst, Angst. Und dann kamen die schwächeren Daten. Also hat man gesagt, brauchen wir doch gar nicht. Fed wird Basta haben mit die Zinsen. Also da wird jetzt nichts mehr nach oben gehen, vielleicht sogar bald nach unten gehen. Also Bums Rally. Viele auf der falschen Seite positioniert, abgesichert, Market Maker massiv abgesichert und dann passiert meistens das Gegenteil. Jetzt sehen wir, dass die Puts keiner mehr haben will. Warum will keiner sie haben? Warum fällt der WIX? Weil man sich sagt, naja, brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das Thema Fed und Zinsen, das hat sich doch weitgehend erledigt. Das dürfte ein Irrtum sein. Wir sehen, dass beim VWIX, also der Volatilität, ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Normalerweise folgt dann der WIX, folgt also auch das Volatilitäts- und Angstbarometer. Auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Market Maker, die ich gerade angesprochen habe, die eben reagiert haben auf die Käufe von Puts ihrer Kunden, die sich dann durch die Verkäufe des Underlyings abgesichert haben, dass die jetzt sogar wieder ein positives Gamma haben. Das heißt, die stehen jetzt mit ihren Absicherungsgeschäften eher wieder auf der Long-Seite. Was bedeutet, dass Rallies tendenziell verkauft werden durch diese Market Maker, aber Dips, also Bewegungen nach unten, tendenziell gekauft werden. Das könnte also sozusagen die Märkte so ein bisschen ausbalancieren. Wir haben ja jetzt den August hinter uns und S&P und Nasdaq mit dem ersten monatlichen Verlust seit Februar. Der Nasdaq in einer interessanten charttechnischen Konstellation, wenn Sie da in dem schwarzen Chart mal gucken. Da kann einiges passieren sehr bald. Jedenfalls sehen wir eine Hanging Man Kerze im Monatschart beim S&P 500, so als Hammer, ging ja weiter runter, zum Schluss dann hoch, jetzt hätten wir es fast geschafft, 5 Tage in Folge positiv zu sein, gab es schon lange nicht mehr oder gibt es sehr, sehr selten. Hier sehen wir mal S&P 500 mit dieser negativen Divergenz, die wir hatten, sodass wir dann eben zum Handelsschluss nochmal nach unten gekommen sind. Wir haben hier dieses Gap noch offen bei 4549 Punkten. Das ist das Fitch Gap, also als Fitch die Amerikaners abgestuft hat, die Bonität der USA. Wir sehen, dass der Nasdaq dieses Gap mehr oder weniger fast schon erreicht hat, dieses Fitch Gap. Wir sehen oben im 60-Minuten-Chart eine negative Divergenz, sind ziemlich stark überkauft inzwischen wieder im kürzeren Zeitfenster. Auf der anderen Seite sehen wir gleitende Durchschnitte, 5, 10er und 25er gleitender Durchschnitt der Nasdaq da drüber. Also das ist an sich positiv zu werten. Und super positiv ist natürlich immer das, was die Chinesen machen in Peking. Hier sehen wir, dass man jetzt versucht, den Yuan weiter zu stützen, indem man den Banken erlaubt, jetzt nur noch 4% an Fremdwährungsreserven zu haben statt 6%. Das bedeutet, die Banken schmeißen Dollars latent auf den Markt und kaufen tendenziell den Yuan. Jedenfalls ist das eine Unterstützungsmaßnahme. Der Dollar-Yuan fällt, das heißt, der Yuan wertet auf, aber es zeigt sich, dass solche Beispiele hatten wir schon öfter, dass eben die Fremdreservewährungsanforderungen gesenkt werden. Kurzfristig wird der Yuan stärker, in den nächsten Tagen dürfte wieder das Gegenteil passieren. China reagiert darauf auch, dass im Juli deutlich Geld abgeflossen ist aus dem Land. Neue Daten aus Korea, konjunkturell interessant. Wir sehen die Exporte nach wie vor minus 8,4% zum Vorjahresmonat, aber Indication worst may be over, vielleicht ist das Schlimmste vorbei. Korea ist ein Frühindikator, gerade was die Chips betrifft. Auch da sehen wir eine leichte Erholung in Richtung von Minus auf Null kommend. Aber hey, wir haben ja KI-Euphorie, ist ja klar. Geschäftsklima in der Autoindustrie in Deutschland, Sprung, gell? Also wir waren erst Wall Street, dann waren wir China, gell? Dann waren wir Korea, ne? Und jetzt sind wir in Deutschland, ne? Das erleben Sie nur in meinen Videos, dass das so brav, bup, bup, ne? Das geht wahnsinnig schnell, Geschäftsklima trübt sich ein. Wir sehen, dass vor allem die Hersteller richtig schlechte Laune haben, also VW und Konsorten, kein Wunder, die haben Preisprobleme, die haben Margenprobleme, die haben Kostenprobleme, die haben Absatzprobleme, gerade im Elektrobereich. Und wenn ich jetzt nochmal den Sprung von Deutschland nach China machen darf, dann will ich noch drei Empfehlungen Ihnen geben in diesen Tag hinein. China verstärkt Maßnahmen zur Stützung von Immobilienkonjunktur und Yuan. Was genau da jetzt gemacht wird, mit welchen Auswirkungen, sehen Sie und lesen Sie in diesem ersten Artikel. Zweiter Artikelempfehlung, und das ist, glaube ich, das entscheidende Problem. Die EZB ist vor einer blöden Situation. Die Wirtschaft ist schwach, aber die Inflation bleibt hoch, das haben wir gestern gesehen. Gespenst der Deflation, ich möchte nicht in deren Haut stecken.
zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung nochmal, die wundersame Umsatzsteigerung durch künstliche Nachfrage bei Nvidia. Ich denke, das ist ein Riesenthema, wird ein Riesenthema, wenn das genauer untersucht wird. Das ist im Grunde ein Zirkelgeschäft, das praktisch Umsätze hinzugepumpt hat, die faktisch gar nicht der Fall sind bei Nvidia. Ich will es nochmal verlinken für diejenigen, die es gestern noch nicht gesehen haben. Also diese drei Empfehlungen, 14:30 bringen wir natürlich die Konjunkturdaten, die Arbeitsmarktdaten, 16 Uhr ASM. Und ansonsten sind Sie bei finanzmarktwelt.de neben diesen drei Artikeln immer gut aufgehoben. Also Servus, ciao.